Happy Halloween. Hallöchen zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Bald ist Halloween und deswegen möchte ich euch heute gerne eine Halloween-Torte zeigen oder besser gesagt eine Gruselhaustorte. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen wird und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Diese Torte wird an 2 Tagen hergestellt und am ersten Tag sollte die Ganache vorbereitet werden. Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal extra, da schreibe ich euch nur schnell die Mengenangaben und Arbeitsschritte auf meinen Blog. Und dann müssen am ersten Tag noch die Böden gebacken werden und einiges an Fondant-Deko wird hergestellt. Für den Biskuit braucht ihr Mehl, Zucker, Eier, Salz, Natron und Vanilleextrakt. Für diese Torte habe ich jetzt auch 2 Biskuitböden gebacken, also habe ich die doppelte Mengenangaben verwendet, aber das schreibe ich euch auch nochmal ganz genau auf meinem Blog auf. Zuerst kommen alle Eier in eine Rührschüssel sowie die Prise Salz und dann lasst ihr das Ganze kurz miteinander vermixen, bevor dann der Zucker dazu gerieselt wird. Das Ganze lasst ihr jetzt 10 bis 15 Minuten cremig hell aufschlagen, bis die Konsistenz richtig dick wird und dann muss nur noch das Vanilleextrakt untergerührt werden. Zuletzt wird noch in 2 bis 3 Portionen das Mehl in den Teig gesiebt. Das Natron habe ich vorher übrigens auch noch in das Mehl gemischt und dann hebt ihr dieses ganz vorsichtig unter eure Masse, damit diese nicht wieder zusammenfällt. Den fertigen Teig gebt ihr dann in eine 26er Springform, streicht die Oberfläche vorsichtig glatt und dann geht es schon bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für 30 bis 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Und je nachdem, wie stark euer Ofen heizt, backt den Biskuit lieber etwas niedriger, damit er nicht zu schnell dunkel wird. Nach dem Backen testet ihr dann noch mit der Stäbchenprobe, ob der Biskuit durch ist und wenn kein Teig mehr am Stäbchen kleben bleibt, ist er garantiert fertig und dann könnt ihr ihn so komplett auskühlen lassen. Am besten lasst ihr ihn noch über Nacht auskühlen, damit der Biskuit zum Schneiden nicht zu bröselig ist. Ebenfalls am Vortag kann die ganze Deko vorbereitet werden und da fangen wir jetzt einmal mit dem schwarzen Fondant an, in den noch etwas CMC-Pulver geknetet wird und dann rollt ihr ihn auf etwas Speisestärke ungefähr 5 mm dick aus. Als nächstes habe ich mir den Schattenriss einer Hexe auf ihrem Besen ausgedruckt und ausgeschnitten und dann werden die Ränder der Hexe mit einem Skalpell oder mit einem ganz scharfen Messer ausgeschnitten, bis ihr die Ränder vom Fondant abziehen könnt und nur noch die Hexe übrig bleibt. Danach wird ein Zahnstocher unten in die Hexe gepiekst, dazu habe ich das Ende vom Zahnstocher noch in den Zuckerkleber getunkt und da muss wirklich ganz langsam und gerade der Zahnstocher eingepiekst werden, damit der nicht irgendwie oben oder unten wieder rausguckt und dann könnt ihr die Hexe so für mindestens 12 Stunden lang trocknen lassen. Aus dem schwarzen Fondant habe ich dann noch Fledermäuse geschnitten, das habe ich jetzt ohne Schablone gemacht, aber da könntet ihr euch natürlich genauso wie bei der Hexe eine ausdrucken und ausschneiden. Und dann können die Fledermäuse am Ende noch mit einem Zahnstocher etwas bearbeitet werden und dann lasst ihr auch diese trocknen. Weiter geht es mit orangenem und grünem Fondant, aus dem wir kleine Kürbisse modellieren. Und dazu rollt ihr zuerst aus dem orangenen Fondant ein Röllchen und schneidet einzelne Stücke davon ab. Diese rollt ihr zwischen euren Handflächen zu einer Kugel und dann lasst ihr die Kugeln auf der Arbeitsfläche für 10 bis 15 Minuten stehen, damit der Fondant etwas antrocknen kann und wir gleich leichter damit arbeiten können. Danach wird mit einem Modelliertool ein Loch in die Mitte der Kugeln gepiekst. Anschließend bekommen die Kürbisse noch Längsstreifen. Dazu zieht ihr wieder mit einem Modelliertool oder alternativ mit einem Zahnstocher von der Mitte ausgehend leichte Streifen nach unten. Aus dem grünen Fondant formt ihr euch jetzt sozusagen kleine Tropfen, die ihr als Stiele für die Kürbisse verwenden könnt. Vorher habe ich dann noch in jedes Loch Zuckerkleber gegeben und falls dieser wieder etwas oben rausquillen sollte, könnt ihr den mit einem Zahnstocher etwas verteilen. Dann lasst ihr auch die Kürbisse trocknen und die restliche Deko wird dann am nächsten Tag vorbereitet. Am zweiten Tag bauen wir dann nämlich die Torte zusammen, füllen und streichen sie mit der Ganache ein, decken sie natürlich auch noch mit Fondant ein und basteln noch etwas Deko wie Türen und Fenster.
Wir fangen wieder mit dem Biskuit an, den wir zuerst rechteckig zurechtschneiden. Ich habe mir da eine Serviette als Vorlage genommen und dann schneidet ihr mit einem scharfen, zackigen Messer die Rundungen ab. Die Schnittreste müsst ihr übrigens nicht wegwerfen, davon brauchen wir von einem Biskuit alle vier fürs Dach und beim zweiten Biskuit könnt ihr euch die Schnittreste zum Beispiel für Cake Pops übrig lassen. Und zum Schluss schneidet ihr den Biskuit in drei Böden. Genau das gleiche macht ihr dann mit dem zweiten Biskuit und wenn alle Böden geschnitten sind, braucht ihr noch etwas Marmelade nach eurem Geschmack. Ich habe hier zum Beispiel Rosenmarmelade verwendet, das ist einfach für mich die beste überhaupt. Und die verdünnt ihr dann noch mit etwas Wasser. Dann beträufeln wir die Biskuitböden gleich, damit es etwas Frisches in der Torte gibt und damit der Boden natürlich auch lange saftig bleibt. Und dadurch, dass wir das mit Wasser verdünnen, wird alles auch nicht so beißend süß am Ende. Dann kann die Ganache vom Vortag noch einmal kurz mit dem Mixer aufgeschlagen werden, damit die Konsistenz zum Füllen und Einstreichen richtig cremig wird. Und dann geht es auch schon ans Tortefüllen. Dazu legt ihr euch den untersten Boden auf eine Tortenpappe und verteilt hier eine dünne Schicht der Marmelade darauf. Hier kommt jetzt noch eine Schicht der Ganache drauf, die ihr gleichmäßig verteilen könnt. Und dann kann der nächste Tortenboden drauf. So stapelt ihr eure Torte dann immer weiter, bis der letzte Tortenboden verbraucht ist. Auf dem letzten Boden verteilt ihr aber auch wieder etwas Marmelade und Ganache, da jetzt noch die runden Schnittreste draufgegeben werden, die uns als Dach dienen sollen. Hier verteilt ihr dann auch wieder etwas Marmelade, damit der Kuchen nicht trocken wird. Aber bevor das Ganze eingestrichen wird, kommt noch ein runder Biskuitteig quer über das Dach gelegt, damit wir eben ein eckiges Dach haben und kein rundes. Die Schnittreste könnt ihr dann einfach mit etwas Ganache ankleben. Jetzt wird die ganze Torte einmal grob eingestrichen, um die Krümel zu binden und um Lücken etwas aufzufüllen und dann geht es für eine Stunde damit in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen wird erneut mit der Ganache eingestrichen und diesmal solltet ihr versuchen, so glatt wie möglich einzustreichen und auch die Ecken sollten schön an der Kante verstrichen werden. Zum Schluss könnt ihr die Tortenpappe noch etwas säubern und dann geht es erneut für eine Stunde in den Kühlschrank. Zum Einschlagen der Torte habe ich mir lila marmorierten Fondant vorbereitet und auf etwas Speisestärke dünn ausgerollt. Den Fondant rollt ihr dann auf eurem Ausrollstab wieder auf und über der Torte wieder ab. Dann könnt ihr grobe Überschüsse schon einmal abschneiden und die Torte einkleiden. Da ist mir dann leider die Kamera ausgegangen, hier bin ich schon beim Glätten. Aber im Prinzip kleidet ihr diese Torte wie jede andere eckige Torte ein. Da müsst ihr an den Ecken einfach etwas vorsichtig alles zurechtrücken. Dann habe ich noch etwas lila und schwarzen Fondant vermischt, daraus wird dann nachher die Tür. Und dann rollt ihr euch zunächst den Fondant auf etwas Speisestärke aus. Die Tür könnt ihr dann ganz einfach freihand ausschneiden und aus weiterem schwarzen Fondant können dann das Türschloss sowie der Türknauf geformt werden und dann bereiten wir den Türrahmen vor, der aus einzelnen Steinen bestehen wird. Dazu formt ihr euch unterschiedlich große Kugeln, die ihr leicht zusammendrückt, damit sie flacher werden und wenn ihr dann genug Steine habt, machen wir mit den Fenstern weiter. Für diese brauchen wir gelben Fondant, den ihr, wie kann es auch anders sein, zuerst dünn ausrollt und dann schneidet ihr daraus, je nachdem wie viele Fenster ihr wollt, gleichmäßige Rechtecke. Ich habe dann noch mit einer Tülle ein kleines rundes Fenster ausgeschnitten, das dann quasi an den Dachgeschossbereich sollte. Für das ganze Innenleben der Fenster habe ich noch schwarze Stränge aus Fondant gerollt, die mit etwas Zuckerkleber über Kreuz auf die Fenster geklebt werden. Danach könnt ihr die Stränge noch etwas auf den Fenstern zurechtformen und überstehende Reste werden einfach abgeschnitten.
Außerdem braucht ihr für die Fensterrahmen wieder kleine schwarze Fondantkügelchen, ganz wie wir das an der Tür gemacht haben. Jetzt können wir dann auch schon endlich etwas von der Torte dekorieren. Dazu bringen wir nämlich zuerst die Tür, die Fenster und die ganzen Steine für die Rahmen mit etwas Zuckerkleber an. Damit wäre der erste Schritt gemacht und jetzt machen wir mit dem Dach weiter, das haben wir noch nicht. Dazu rollt ihr euch erneut dünn etwas schwarzen Fondant aus. Das Stück sollte allgemein ungefähr so breit sein wie euer Dach, wenn nicht sogar größer. Und dann schneidet ihr 5 gleich große Streifen aus. Mit einem Modelliertool oder alternativ mit einem Zahnstocher könnt ihr dann an einer Seite dieser Streifen kleine Striche einritzen. Dadurch bekommt das Dach dann so einen alten Look. Ein Stück vom Dach, das wir mittig auf dem Dach platzieren werden, wird allerdings von beiden Seiten eingeritzt, damit es über beide Dachhälften hinausragen kann. Dann wird das Dach ebenfalls mit etwas Zuckerkleber an der Torte angebracht und fangt dazu an der untersten Reihe an, damit sich die einzelnen Schichten der Dächer überlappen können. Überschüssigen Fondant könnt ihr mit einer sauberen Küchenschere ganz einfach abschneiden und dann fehlt oben natürlich noch dieser überlappende Dachabschnitt. Dieses Stück musste ich dann später im Nachhinein auch noch etwas breiter ausrollen, da es mir doch ein wenig zu schmal gewesen ist. Zum Schluss könnt ihr die Tortenpappe unter restlichem schwarzen Fondant verstecken und eure restliche Halloween-Deko anbringen. Hier habe ich zum Beispiel noch eine Skeletthand modelliert, die aus einem Gesteinshaufen herausragt. Zum krönenden Abschluss wird dann noch die Hexe oben ins Dach gepiekst, sowie ein kleiner Kürbis aufs Dach gesetzt und dann ist eure Halloween-Gruselhaustorte fertig. So, das war jetzt meine Halloween-Gruselhaustorte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen möchtet, abonniert einfach meinen Kanal. Dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Halloween-Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!